Das wäre ja schon so ein Flussdiagramm. Die Daten kannst du auslesen. Das sollte ja klappen. Ja, irgendwo schon. Ich habe aber keine Zeit und keine Nerven dazu. Also ich muss ja zu BGA, was mache ich denn eigentlich auf eurem Hof? Jetzt mich da reinzubringen. Wenn ich muss zu BGA, warum fahre ich nicht hoch? Weil ich bin doof. Du könntest aber jetzt mal über die Kuhweide fahren. Über die Kuhweide? Kuhweide. Nein. Nein, und du fährst ja auch schon falsch. Warum? Weil die Kuhweide wäre ja komplett anders. Ich fahr ja nicht Kuhweide. Du bist ja zu Feld 12 gefahren. Ich meine über unseren Berg da. Über den Berg. Da krabbelt eine Spinne über die Kamera. Das hört so grauenhaft aus. No. Hast du das eigentlich immer auf? Ja. So. Für was hat man Überwachungskameras, wenn man sie nicht offen hat? Keine Ahnung, damit es erstmal gespeichert wird. Ja, super, aber wir können ja live Bild auch haben. Besser hast du es immer auf. Aber wo ich bei dir war, hattest du es nicht auf. Ja, jetzt. Ja, da war aber so, dass das nicht funktioniert hat, weil es noch in anderen Netzwerk war. Verdammt. Jetzt hast du erst einen Switch und so. Genau, jetzt haben wir erst einen Switch bauen müssen. Bauen. Das war auch das Geilste, wie lange wir gebraucht haben, um im Endeffekt dieses Firmware zu updaten. Ich hätte aber noch einen, gell? Der hat auch geupdatet. Wie ging denn das? Weißt du das noch? Ich hab's mir aufgeschrieben. Du musst ja nur übers Webspace die Version hochladen, auch wenn er dir eine Fehlermeldung kriegt. Irgendwann schluckt er das schon und nimmt's an. Weil ich habe jetzt noch einen bekommen. Aber der hat irgendeine andere Firmware drauf. Irgendeine eigenprogrammierte. Muss ich mal gucken. Und du musst Internet Explorer benutzen. Du musst den Internet Explorer einstellen, dass Internet Explorer nichts blockt und. Ah ja, stimmt. Die Java musst du einstellen. Die Java, sie. Nee, was war da? Was war denn bei Java? Du musst es irgendwie einstellen, dass Java das nicht blockt. Also, dass Java auf der Webseite nicht blockt. Ja, du musst es trotzdem noch zusätzlich irgendwas einstellen. Allein nur die Whiteliste hat ja nicht gereicht. Ja. Da war irgendwas, haben sie mal gesagt. Und Chrome ging erst gar nicht. Ja. Das war Katastrophe, bis wir da drauf gekommen sind. Ja. Inzwischenzeitlich war der Switch komplett Schrott. Ja, du hast ihn komplett geschrottet, ey. Es ging gar nichts mehr. Weil ich habe ja so vieles versucht, um dann die aktuelle Software drauf zu kriegen. Wir hatten ja schon einen FTP-Server irgendwie erstellt. Hattest du gerade eben die Zeit vorgestellt? Wurde geöffnet. Ja. Ich hab's. Also, wir können Geld machen. Ja. Ich versuche halt mal. Also hast du das gerade geöffnet, oder wie? Ja. Okay, also geh nicht automatisch. Ja. Mal gucken, ob das ist kommt. Jetzt wie viel, so eine Keller? 1857. Oh, wir kriegen das Geld sofort. Da ist schon. Und wie viel? Wir haben 800 jetzt schon sofort bekommen, also... Mal interessant. Denkst du, wir kriegen da jetzt in Zukunft noch was? Warte, ich werde mal die Zeit noch höher stellen. Was habe ich gesagt, haben wir bekommen 800? 50. Mal gucken, ob wir noch was kriegen, wie viel eine Schaufel wirklich bringt. Wäre recht interessant zu wissen, da kann man planen schon. Ich glaube, das kannst du auch so normal planen. Müsst drin stehen, glaube ich. Nein, stand nichts drin. Ein Preis und doch steht drin. Ein Biogasplan, 458 die Tonne. Kann nicht stimmen. 424. Wir sind ja. Ja, aber nur bei Gülle und sowas. Oder? Nee. Wenn du ganz nach hinten scrollst, hast du ja eine Zahl. 424 aktuell.
Und das würde ja auch, also ist gerade gesunken. Hat eben mal bei 475. Und das würde ja aufgehen, weil du hast ja fast 2 Tonnen. Achso, stimmt, 409 ist bei mir jetzt. Okay, Ja, ja, jetzt. dann. Es sinkt. Das ist nicht 700. gut. Also im Schnitt so 400 bis 450 pro Tonne. Manchmal auch mehr. Ja, Also also. nehmen wir Mittelmaß 450. Ja, und Haben da jetzt wie 168. viel drin im Silo? 168.000. 168.000. Ja, dann sind es circa 70.000, so grob mal. Warum? Was ihr verdient. Warum, weil es so ist? Ja. Blöde Frage. Wird schon passen, irgendwie. Ja, eine Donne ist Ich kann nicht Kopf rechnen, ich habe euch schon gesagt, Eine ich Donne ist liste circa auf. 500, also die Hälfte, und von 160 die Hälfte ist 80, ein bisschen weniger, also 70. 168 mal 4. Bei 16, 32, 64. Also bei 640 hängen wir noch 2 Nullen ran, wir haben bei 64.000 und dann noch irgendwelche dieser Ja, Quatsch. das ist ja knappe 70, habe ich ja gar nicht so verkehrt gehabt. Okay, das verschwindet gleich hier. Nö. Kann man jetzt zu Tode schaufeln uns. Soll ich machen? Da kannst du was anderes machen. Nee, mach ich schon ein bisschen noch. Naja, Nichts aber mit deinen 1000 Euro pro Tonne. nix, ne. Ja, je nachdem, wie halt der Preis steigt oder sinken wird, gell? Ja. Eigentlich müssten wir darauf auch irgendwie achten. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geld reinholen, weil sonst schlafen wir nächsten Sind Tag wir immer. bei 403. Also es sinkt ja gerade die ganze Zeit. Der Nachteil ist halt, dass wir nur ein Produkt gerade anbieten. Und LRS achtet ja darauf. Ist ja wie im realen Leben, also nicht reales Leben, sondern Marktannahmen, wenn man es so nimmt. Ja, ich schaufel noch, bis wir 20.000 haben, dann kommen wir nächsten Tag mal grob durch. Geht halt darum, dass momentan ist Überschuss an BGA-Zeugs und andere Produkte werden halt nachgefragt. BGA hat jeder gekauft, will keiner mehr haben. Dann Will müssen wir keiner mehr. verschiedene Produkte ständig verkaufen, um alle Preise aktiv zu halten. Ja, egal wär's. Also das, was halt momentan steigt, wo es quasi die Nachfrage steigt. Da müssen wir dann gucken, nach dem Fahrsystem oder sowas dann irgendwie. Ist aber teuer. Ja, ich weiß. Obwohl wir können mieten. Also wenn wir mieten, brauchen wir vielleicht nur 3.000. Ja, aber du musst halt die täglichen Kosten dann auch berechnen, gell? Wir brauchen ja eins zum Aufladen, eins zum Abkippen und eins zum Zwischendurch. Weil du musst jetzt bedenken, wir haben ja jetzt allein Aber schon. es gibt gerade Rabatt auf den Lizard. 15%. Jetzt kostet das Ding zur Gut, Aufnahme nur 4.052. Das Problem ist halt. halt, dass das Zwischenband 8.000 kostet und das zum Ablegen auch wieder 12.000. Und dann wären wir bei 24.250. Ja. Das haben wir jetzt nicht gerade so wirklich. Minus Saatgut eben. Ja. Weißt du, wir haben ja noch ein paar hunderttausend, die wir noch wegnehmen müssen. Ja.
würde halt dann die ganze Zeit laufen. Die Frage ist natürlich, wie schnell das Ganze ist. Ja, das wäre ja relativ. So mehrere Systeme parallel aufstellen. Problem ist, du musst das ja immer nachstellen. Könntest auch einfach in die Mitte reinquatschen. Ja, der nimmt ja nur einen Teil. Du musst dann nachstellen. Ich meine, du siehst es ja die ganze Zeit. Ja, du musst immer, es nimmt immer ein bisschen weg und dann musst du dann noch weiter nach vorne fahren. Wenn dein Geld nicht mehr wächst, hast du ein Problem. Ja, cool. Also ich glaube, sinnvoller, wenn wir in Bagger investieren oder so. Der großen Schaufel oder so. Aber das würde halt im Hintergrund laufen. Ja, aber du hast trotzdem immer Arbeit, weil du musst immer nach vorne stellen. Und das wahrscheinlich alle 40 Sekunden. Ja. Und das Einzige, was du könntest, wäre so ein Förderband aufstellen, damit ein Silage-Schild die Silage in das Förderband sozusagen reinschieben. Das könnte man machen. Na, aber du wirst das Förderband für quasi ja Ewigkeiten brauchen, bis das weg ist, was du dem mal hinkippst. Ja, wie willst du denn das hinkippen? Also, du meinst, dass wir das immer so mit dann ranschieben dort? Ja, du musst das ja ranschieben. Mal alle paar Minuten da ranschieben. Was, das gibt's ja nicht. Ich nehme eine Schaufel und das nächste Mal muss ich schon ein paar Meter weiter vorfahren. So, eine Schaufel noch und dann warten wir, bis es steigt. Der Dreck. Jetzt haben wir wohl wieder Geld. Ah, jetzt haben wir 22.000. Ist vielleicht nicht gerade das Wahre, aber wir haben. Ja, jetzt sind wir bei 388, ja, jetzt ist vorbei. Ich weiß, haben wir irgendwas im Lager, was wir anbieten können? Weiß ich gar nicht. Wo sieht man das? Nee, Finanzen, aber wie schaut's aus eigentlich? Einnahme bin ja 11.000 heute. Schönes. Mein Träger juckt's einfach nicht, ob ich das Ding in den Gruber in der Erde hab oder nicht. Hochsee, wir haben nichts in den Silos. Doch. Wir hätten was ein Silo, was auch relativ gut bringen würde. Ja, okay. Das zahlt sich fast nicht aus. 3000 Sonnenblumen. Gerste hätten wir. Der Vorteil ist halt, wir würden was Alternatives ja mal anbieten. Jo, Gerste wäre, hätten wir. 8000. Wir sind arme Schweine. Ja, warum bringt das jetzt so viel? Was? Wenn ich das Ding zusammenklappe, ist das Ding viel schneller. Okay. Du hast ja auch eine kleinere Fläche, die du ziehst. Kein Widerstand im Boden. Ist einfach hier noch nicht fertig. Was ist? Ihr seid auf Feld Dings noch nicht fertig. Die 14 noch nicht fertig? Achso. Drüber grubern, fertig. Ja, da steht doch noch Mais. Ja, der ist jetzt nicht fertig geworden wahrscheinlich. Na, der ist noch nicht mal fertig. Ja, der ist nicht fertig. Weggruppern. Naja, das wird ausgelassen. AV-Hilfe einschalten. Ich mach was anderes. Kann ich eh mal so Leute auf der Straße ansprechen? Wollen sie heute mal auf unser Feld kommen? Wir bräuchten mal ein bisschen Unterstützung, sie kriegen zwar auch nichts, aber... Na gut, es gibt Frühstück, es gibt Brötchen, also...
Verpflegung ist